Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Wir starten die Folge mit einem Witz. Nee, machen wir nicht. Der ist exklusiv für dich. Obwohl der ganz harmlos ist. Der ist nur für mich. Okay. Ja, dann musst du ganz normal anfangen. Ja, fange ich ganz normal an. Guten Abend. Achso, ich muss wieder so. Alle werden sich permanent jetzt die ganze Folge überfragen, wie der Eiswehrwitz geht. Ja, schreibt uns. Den Gewinner blenden wir wie immer am Ende des Orcas ein. Wie immer. Ich muss jetzt am Anfang so wieder so immer gunschig werden, oder? So, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Freunde des gepflegten Hörspiel-Podcasts. Gepflegt? Ja. Jo, hast eigentlich recht. Ja, also hallo. Wir sind bei der 107. 107 in Worten, in Zahlen. Ja. Und die hat auch schon ein Titel. Wie jeder Orcast. Nein, nicht jeder. Am Anfang haben wir das ja nicht gemacht, aber irgendwann, seit geraumer Zeit. Irgendwann mussten wir einfach. Hat sich aufgedrängt. Ja. Ja, ich weiß gar nicht warum. Warum machen wir das eigentlich? Keine Ahnung. Weil wir es witzig fanden. Und weil wir es können. Ja. Ja, weil wir es können. Genau, das war's. Ja. Ja, du darfst, wenn soll du ich? Willst. Ja. Gerne. Okay. Titel ist mit Vitamin D durch die Pandemie. Das ist auch nur geschrieben. Ja, ist wurscht. Oder Klammer auf, das Leben ist kein Ponyschlecken, Klammer zu. Genau. Und dann das Gewölle wieder ausspucken. Achso, ist ja kein. Also dann nicht. Dann ja. Hört man eigentlich mal einen Drucker im Hintergrund? Nein. Ja gut, das ist gut. Weil ich habe einen Drucker im Hintergrund laufen. Ich kriege ihn nicht aus. Kriegst du gut. Was drucken? Hast du wieder versucht, Krieg und Frieden auszudrucken? Nee, Schuld und Sühne bin ich dran. Krieg und Frieden habe ich ja schon. Solange du nicht auf der Suche nach der verlorenen Zeit anfängst, ist alles gut. Ja, das Marsch ab morgen. Okay. Meint ihr sonst nichts zu tun. Wobei ich es eigentlich abschreiben wollte. Abschreib's auch schon. Ja. Ja, was machst du morgen? Ach, ich druck mir was. Und zwar in Keilschrift. Ja, wir haben wieder mal einen Orcast gebastelt und zwar ist der in Teilen. Und zwar starten wir wie immer mit einem voraushörenden nächsten Monat und der da kommen wird, das ist der Hörspielmonat März. Genau, und im zweiten Teil werden wir euch dann erzählen, was es im Februar alles so ans Rückhöriges zu hören gab. Und zum Schluss in Teil 3 gibt es dann wie immer noch Reste, News und Gedöns und vielleicht noch ein Update, mal gucken, was da noch zusammen zu kratzen was so, ist. Was genau, was so anfällt. Genau, aber wir haben erstmal nach bestem Wissen und Gewissen den Hörspielmonat März auseinandergenommen und neu zusammengeschraubt und präsentieren euch den jetzt. Genau, jetzt geht's los. Ich höre schon die Musik. Los geht's am Montag, 1. März um 16 Uhr und zwar bei NDR Info Spezial. Bei NDR Info Spezial? Ja. Was ist NDR Info Spezial? Da musst du mir jetzt helfen. Also es gibt ein NDR Info und es gibt ein NDR Info Spezial. Wem NDR Info noch nicht? Ich glaube schon, ja. Das gibt es, glaube ich, schon einige Zeit. Ja, man hat ja seit der NDR bei NDR Info keine Hörspiele mehr sendet, ist man ja auf NDR Kultur ausgewichen. Hat aber zum Beispiel die Kinderhörspiele bei NDR Info Spezial geparkt. Warum auch immer. Jetzt gibt es auch Hörspiele für das Erwachsenenohr am frühen Abend, zur blauen Stunde quasi. Da gibt es jetzt 7 Hörspiele am Stück, also so fast am Stück, also von montags bis freitags und dann nochmal montags und dienstags. Und zwar geht's los, hast du schon gesagt, mit dem Schimmelreiter in der Regie von Sven Stricker, Bearbeitung Paul Barz, die NDR-Produktion aus 2004, die auch beim DRV auf CD erschienen ist und die wir euch auch schon mal belobt haben. Oh ja, das war, glaube ich, meine erste richtige Begegnung mit dem Schimmelreiter. Mhm. Ja. Fand ich toll. Ja, dann geht's weiter, auch am Montag. 19.04 Uhr im WDR3 gibt's eine Ursendung und zwar Serverland, den ersten Teil von Josephine Rieks und Hannes Wiesendonk, eine WDR-Produktion. Ja, und ebenfalls 1. März, 22.03 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, noch eine Ursendung mit anschließender Downloadmöglichkeit. Der Club der schönen Mütter, ein Kriminalhörspiel von Sarah Nemitz und Lutz Hübner. Neuproduktion Regie hat Judith Lorenz. Das wollte ich auch schon. Ach, Montagabend. Ich habe das beim zweiten habe ich erkannt. Am zweiten. Gibt es auch eine Ursendung, ein Schreck Mümpfeli auf leisen Sohlen von Walter Millens, eine natürlich SRF-Produktion. Ja, und am Dienstag, den 2. März, nochmal NDR Info Spezial, gibt es dann den zweiten Klassiker um 16 Uhr zu hören. Maria Stuart nach Friedrich Schiller, die NDR-Produktion aus dem Jahr 1959 ist hier zu hören. Oh, das klingt gut. Ich glaube, das
Muss ich mir gönnen. Dann noch eine Ursendung. Am Dienstag, 23.03 Uhr im SWR 2, haltet die Eisschranktür. Das ist ein erstaunlich schweres Wort. Ja. Eisschranktür geschlossen. Das sieht Matt geschrieben und total blöd aus, oder? Ja, irgendwie passt also das irgendwie das nicht. Irgendwie ja. diese S und das SCH da irgendwie, das ist irgendwie. Und dann da das EKT ja, hinten, ist ganz komisch. Das wird das Bild, das ich hier zitiere von früher, der tat nicht. Eine SWR-Produktion. Ja, 3. März, 16 Uhr, NDR Info Spezial, Klassiker Nummer 3, die Verwandlung nach Franz Kafka, NDR von 2002. Eigentlich sehr merkwürdig, das zu Verhörspielen. Ja, so vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen so Schiller und Sturm und dann kommt Kafka. Tja, ja, aber haben wir das nicht sogar schon nicht mal gehört? Irgendwie, ich glaub, also ich eine hab... Verwandlung hatte ich mal gehört. Da wird es ja nicht so viele geben wahrscheinlich. Ich denke auch nicht, dass man das mehrmals macht, ja. Ja, dann noch ein Klassiker, allerdings diesmal WDR 3, 3. März, 19.04 Uhr. Ein Hörspiel-Krimi nach Agatha Christie, da gibt es ja auch nicht allzu viele von. Und zwar Stimme aus dem Grab ist nochmal zu hören, die NDR-Produktion aus 1961. Dann am Donnerstag, 16 Uhr, NDR-Infospezial, wieder ein Klassiker, Michael Kohlhaas, dieses Mal nach Heinrich von Kleist, die NDR-Produktion aus 1962. Ja, und wir springen gerade in den Handel, es ist ja Freitag. Freitag, 5. März, gibt es Neues im Handel. Und wir starten gleich mit was Altes im Handel, und zwar eine Peggy-Produktion aus 1976 erscheint bei All Ears, und zwar Münchhausens Abenteuer. Und frisch gedruckt, das gibt's auch. Was? Frisch gedrucktes im Hintergrund. Da ist auch gut. Ja, ist jetzt Seite 3 von 1613. Das ist ein bisschen. Ja. Dann gibt es auch eine neue Asterix, und zwar die 35 Asterix bei den Pikten. Pikten? Pikten. 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 Das Hühner? Nein. Ja, Vergangenheitsform der Hühner. Also ehemalige Hühner. Oh Mann, oh Mann. Wir sind jetzt schon so flach. Ja. Oi, wir müssen von Archäologen ausgebuddelt werden. Wir könnten unterm Mann dadurch aufrecht. Eine neue Folge der Denkmaschine gibt es, die Folge 3, Das verlassene Haus, erscheint bei Winterzeit. Hat man das überhaupt schon erwähnt, dass es diese die Reihe Denkmaschine? Jetzt gibt seit Januar? Ja, kann mich gar nicht erinnern. Irgendwann hat man es erwähnt, glaube ich. Aber, ich glaube, dass es kommen soll. Ja, genau. Also Januar und sind die ersten Folgen erschienen. Und jetzt die 3 gibt es exklusiv auf CD bei Winterzeit. Ja, dann, wer nicht genug bekommt von Tommy Krapp, weiß Ghost Sitter. Es gibt ja dieses Spin-off über Rufus T. Feuerflieg, die fantastischen Fälle. Da gibt es mittlerweile auch schon Folge 6. Und zwar auch ab Freitag im Handel. Bei Audible natürlich. Und eine neue Dr. Morbius wird es auch geben. Die Folge 14, Hautnah, die erscheint bei Maritim. Und eine neue Dracula und der Zirkel der Sieben. Die Folge 3 heißt Todesangst bei Maritim. Ja, dann PDAX bringt die Fälle des Kriminalanwärters Marzahn. Eine Hörspielreihe von Peter Gauklitz, die er für den Rundfunk der DDR im Jahre 1980 bis 1985 ersonnen hat und dort produziert wurde. Ja, man darf gespannt sein. Ich kenne die tatsächlich nicht, obwohl die auch schon irgendwie so bewusst mir irgendwie, der Name fliegt mir schon immer um die Ohren, aber gehört habe ich tatsächlich noch nicht. Na, dann ist ja Zeit jetzt, ja. Hol mir danach, ja. Dann bei Kiddings gibt es eine neue Folge von Finns raus mit Benjamin. Die Folge 5 heißt Feuerwehr. Ja, und bei Europa gemeinsam mit Koppenrad gibt es eine neue Captain Sharky-Folge Der Piratenkönig, auch am 5. März im Handel. Und eine neue Lego City gibt's. My City, die Nachteule schlägt wieder zu, Folge 26. Und jetzt bei Leonine? Ja, die haben sich umbenannt. Leonine, das ist, glaube ich, diese, weil das die Fernsehvermarkter oder das Bildvermarkter heißen, ne? Das ist irgendwie auch so, da haben die jetzt alles so unter einen Deckel gepackt. Ja, dann reiner Hörspielproduzent Contendo Media. Nee, stimmt gar nicht, ich glaube, die machen auch andere Sachen. Aber daher kennt man sich hier zumindest. Midnight Haze wird es auch wieder eine neue Folge geben, die 37. Ohne jedes Risiko. Und bei All Ears wird wieder was ausgebuddelt von Karussell, nämlich die 8. Folge der Mitternachtsparty, Ärger mit der Geistergilde. Ja, und eine neue Folge von Oliver Dörings Fantastische Geschichten wird es auch geben. From Beyond von bei Imaga, eine Story nach H.P. Lovecraft. Ja, dann nochmal raus aus dem Handel, wieder ab ins Radio und zwar zu Ende der Info Spezial wieder. Am Freitag gibt es um 16 Uhr wieder einen Klassiker und der hat es in sich. Und zwar ist das Unterm Birnbaum von Theodor Fontane.
die Co-Produktion von BR und NDR aus 1961, die auch in dieser Box gelandet ist und uns, ja, jo, richtig gut gefallen hat beiden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Das war eine sehr, sehr gute Folge. Mhm. Ein Krimi eigentlich. Ja. Mhm. Ja. Sehr überraschend. Dann gibt es eine Ursendung am Freitag, den 15. März um 19 Uhr bei RBB Kulturradio. Dort gibt es Tabula Rasa, den ersten Teil zumindest davon zu hören. Ein Hörspiel von Dunja Nassus, die auch Regie geführt hat. Und darin geht es um Hella, die ja zieht zu Hause bei ihrer Mutter aus. Die Mutter ist Filmausstatterin, seit einiger Zeit verwitwet, ungefähr seit 10 Jahren. Und hortet ja so Dinge, die sie an ihren Mann erinnern und ja, schleppt auch immer mal was an, was so dazu passen könnte und beginnt so langsam mit diesem Auszug ein unkontrolliertes Messi-Dasein. Ihre Tochter, ganz anders, sie ist ein Riesenfan einer ja so Aufräumsendung im Fernsehen, so einer Reality-Geschichte, bei der ja Messis quasi entrümpelt werden. Und sie fängt dann auch an, ihr Leben zu entrümpeln. Zum Beispiel wirft sie die Skateboards ihres Freundes weg und entfernt sich halt so mental immer stärker von ihrer Mutter. Und das Ganze, ja, eskaliert dann so ein bisschen auf beiden Seiten. Und im zweiten Teil ist es dann so, dass die Tochter für die Mutter diesen, ja, Aufräumtrupp aus dem Fernsehen bestellt. Und während die Mutter mit dem Enkelkind in Urlaub in Italien weilt, ja, anfängt das Haus entrümpeln zu lassen. Dabei stellt sich dann aber allerdings raus, dass die Tochter doch ein nicht so ein ganz leichtes Verhältnis dazu hat mit diesem Aufräumen und das Ganze gerät natürlich aus dem Ruder. Und das ist tatsächlich ein sehr unterhaltsames Stück. Es ist vielleicht ein bisschen überfrachtet mit, wie diese Figuren ticken. Also sie sind ein bisschen, ja, extrem, aber es muss ja auch in der Story funktionieren. Also von daher ist es letztlich dann doch okay. Ich meine, es hat auch so eine nötige Prise Humor, die das Ganze mitbringen muss. Auch sehr viel Satirisches, sehr viel Gesellschaftskritik, auch an zum Beispiel, wie hier dieser Fernsehsender oder beziehungsweise die Protagonisten dieses Fernsehsenders dargestellt werden. Ein sehr interessantes Ende in Bezug, wie man da so die Metaebene wechselt. Das fand ich sehr originell, den Schluss. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und ich würde es euch gerne empfehlen wollen. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, es läuft, wie gesagt, am 5. März, 19 Uhr bei RBB Kulturradio. Und eine Woche drauf gibt es dann den zweiten Teil, ebenfalls 19 Uhr. Und das Ganze wird auch nochmal wiederholt, und zwar sonntags dann jeweils um 14 Uhr beim RBB Kulturradio. Das notiert, das ist inhaltlich ja voll mein Ding. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja voll die Schwarze, ja. Ich bin ein riesen Wegschmeiß-Fan. Oh, toll. Kannst du mir hier vorbei? Nein, das muss jeder für sich selber machen. Ich? Und diesen Prozess durchlaufen, das ist ja das Spannende. Ja. Also ich habe schon mal angefangen, so Haufen zu machen. Na, das ist ein Anfang, ja. Ja. Musst du nur noch wegschmeißen. Oh, ja, hat jetzt keiner gesagt. Ich habe jetzt hier Haufen sitzen. Ja, das, naja, ist nämlich, dadurch läuft man sehr interessante Prozesse bei diesem Loswerden. Und das Krasse ist halt, ich bei jedem, bei dem ich das so mit ein bisschen beobachte, merkst du eigentlich jedem an, ja, wie froh man dann danach ist, das Zeug los zu sein. Ja. Ja. Wie viel Ballast da von einem genommen wird. Von Sachen, die man einfach Jahre mit sich herumgeschleppt hat. Was ein bisschen blöd ist, die Haustiere wollen nicht auf ihrem Haufen sitzen bleiben. Tja, die hast du an der Hacke. Ja, dann ärgerlich. Beginnen die Bodo Draber Festspielwochen. Und zwar Freitag 19.04 Uhr geht's los im WDR 3 mit einer Ursendung, einem neuen Bodo Draber. Na, da freuen wir uns doch. Am Regiepult ebenfalls Bodo Draber, eine WDR-Produktion, und sie heißt Once a Beauty. Ja, sehr gespannt drauf. Worauf wir nicht mehr gespannt sein wollen, nicht weil es schlecht wäre, sondern weil wir es schon gehört haben, ist Heffenlein. Das läuft nämlich am 5. März um 22.03 Uhr bei SWR 2, ist natürlich dann auch von Bodo Draber. Also das heißt natürlich, es ist eigentlich ungewöhnlich, dass zwei Sender Bodo Draber Hörspiele bringen, aber umso schöner ist es, weil dieser Abend dann ganz im Zeichen von guten Hörspielen steht. Und ja, also auf Once a Beauty bin ich sehr gespannt und wie gesagt, Heffenlein kennen wir ja schon, und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann tut das gefälligst. Ja. Jetzt. Also dann. Jetzt. Am Samstag, 6. März, 14 Uhr, gibt es im Ö1 ein Hörspielmagazin. Da gibt es Beiträge aus dem Hörspielwettbewerb, Track 5 zu hören und genau. Und was genau, wirklich und, geschah? Achso, das ist der Thema, der drin vorkommen muss. Das ist ja clever. Ja, genau. Ja, dann ein Klassiker für die jungen Ohren. Endlich mal wieder Westernhagen im Radio.
Am 6. März, 19.04 Uhr, WDR 5, gibt es den ersten Teil von Die Dame mit dem schwarzen Dackel, ein Perry Clifton-Hörspiel von Wolfgang Ecke, beziehungsweise es gibt den ersten Teil, der zweite läuft dann am 13. März. Und wie gesagt, mit Westernhagen als Dickie Miller, einem sehr jungen. Ja, sehr schön. Aber man erkennt ihn nicht wirklich, oder? Nein, nein. Also wenn man es jetzt nicht weiß. Am Hut schon. Er hatte diesen komischen weißen Hut da auf. Was ich mich da frage, hat der eigentlich, der Mann hat doch relativ viel Geld verdient. Ob der keinen hat, der ihm sagt, hier, das sieht scheiße aus? Hinter vorgehaltener Hand, je mehr Geld du hast, umso weniger Leute sagen das zu dir. Kann natürlich sein, ja. Das ist das Problem mit dem Geld. Ja. Und ja, vielleicht hört er uns ja und weiß es jetzt. Meinst du? Ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen. Na. Dann zum Hörspiel des Monats Dezember und das war Die Zauderwut, ein Hörspiel von Betty E. Alfred. Das gibt es nochmal zu hören im Deutschlandfunk und zwar um 20.05 Uhr am Samstagabend. Ich habe es gehört und wieder ausgemacht. Ja. Ich fand's nicht gut. Okay, da kommt später noch mehr in der Richtung. Oh. Ja, am 7. März, 15.05 Uhr, Bayern 2, gibt es eine Ursendung mit anschließender Downloadmöglichkeit Das neue Vertrauen, ein Hörspiel von Aline Bender und Alex Schad. Ja, dann dein Lieblingsautor Wolf Haas. Nein, das nicht. Aber ja, da hat er mal was geschrieben, aber was dir gefallen hat. Mein Lieblingshörspiel, genau. Ja, Das Wetter vor 15 Jahren, eine sehr clevere, sehr schöne Geschichte. Gibt es nochmal zu hören am Sonntag, 7. März, 22 Uhr auf HR2. Das solltet ihr euch gönnen. Ja, wenn der Protagonist schon Vittorio Kowalski heißt, ist das schon super. Vittorio Kowalski. Ja, ab in den Handel. 8. März gibt es eine neue Abenteuer- und Wissen-Folgen. Maria Sibylla Merian, Expedition zu den Schmetterlingen. Das Ganze bei Headroom. Ja, neue Woche, Montag, 8. März, 16 Uhr. Ein NDR-Info-Spezial gibt es wieder zu hören. Oder bei NDR-Info-Spezial, das liest sich irgendwie komisch. Und zwar wieder ein Klassiker. Und zwar, jetzt ist Goethe dran, die Wahlverwandtschaften. Den ersten von zwei Teilen gibt es da zu hören. Walter Adler am Regiepult, eine NDR-Produktion aus 1999. Genau, und Teil 2 gibt es dann am Dienstag, den 9. März, zur gleichen Zeit. Ja, dann startet am 8. März um 19.04 Uhr bei WDR 3 ein 16-teiliges Hörspiel. Ach, und Grün, zwar ja, vom Winde verweht wird das. Ja, wird das Ganze heißen, die Prissy Edition. Eine Bearbeitung des berühmten Romans, der natürlich etwas in Verruf geraten ist in der letzten Zeit, aufgrund seines Inhaltes und seiner, ja, man kennt die Diskussion, ja, brauchen wir jetzt nicht groß auswälzen. Und man hat sich gedacht, man legt da eine neue Bearbeitung vor. Und das ist die Prissy Edition. Die werden wir auch zeitnah hören, weil das Ganze wird nicht nur im WDR laufen, das wird auch im April nochmal beim NDR zu hören sein. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit Meinung um die Ecke kommen. Ach, Prissy ist die Sklavin, ne? Das ich glaube, ja. Ist auch anständig besetzt. Also das ist eine Besetzungsliste, die hat sich gewaschen. Und die hört ja gar nicht sind das? 40 Leute bestimmt. 500 oder? Sprecher mindestens. Ja, genau. Krass. Ja, dann am Montag 22.03 Uhr gibt es in Deutschlandfunk Kultur auch was zu hören. Und zwar ein Hörspiel nach Friedrich Arnie. Und zwar eine Produktion des BR aus dem vergangenen Jahr. Der namenlose Tag, der erste von zwei Teilen. Und am Regiepult Martin Heindl. Warum habe ich das denn nicht gehört letztes Jahr? Wundere ich mich auch tatsächlich. Komisch. Heindl? Tja, dann wird es wohl nachgeholt. Ja, ich denke auch, das wird man dann nochmal hören müssen. Ja, dann schon erwähnt, Dienstag, 9. März in der Infospezial um 16 Uhr gibt es den zweiten Teil von die Wahlveranstaltung. Die Wahlveranstaltung. Im Wahljahr, Wahlveranstaltung die Wahlveranstaltung. Nach hier Mr. Goethe. Ja, dann dick aufgemerkt, ein Hörspiel von Ulrich Passonge gibt es zu hören. Und zwar im Deutschlandfunk am Dienstag 20.10 Uhr. Damals das Hörspiel des Monats Oktober 2003, also ein bisschen schon auf dem Buckel. Nicht nur Ulrich Passonge hat es geschrieben, sondern auch Bernhard Jugel. Und zwar Schallarchiv, eine Trilogie, Folge 1, Rolling, läuft. Ja, und die Teile 2 und 3 gibt es dann jeweils die Woche drauf. Also einmal am 16. März, einmal am 23. März, jeweils 20.10 Uhr. Jo. Ja, dann springen wir in die Holy App. Und da gibt es ab dem 10. März eine Neuerscheinung bei den Holy Klassikern. Die Folge 54 wird dort erscheinen, Dr. Dolittle und seine Tiere. Ja, dann wieder ins Radio. Eine Ursendung gibt es zu hören im NDR Kultur. Am Mittwochabend, 20 Uhr, Siren Web Client.exe.
Von Christine Nagel, eine NDR-Produktion natürlich. Ja, dann gibt es einen neuen Radiotatort. Nein, bald gefehlt. Der neue Radiotatort wird nicht kommen. Offenbar hat man sich beim SWR da zeitlich etwas vergaloppiert und kriegt ihn wohl nicht rechtzeitig fertig. Angekündigt war er. Aber tatsächlich wird jetzt auf den verschiedenen Sendeplätzen bei den einzelnen Wort- und Kulturwellen der Radiotatort Folge 27 Fink Beiners Geburtstag gesendet, die SWR-Produktion aus dem Jahr 2010, die wir euch natürlich damals vorgestellt haben. Ja, nee, haben wir euch nicht vorgestellt, konnten wir gar nicht, da gab es uns ja noch gar nicht, sehe ich gerade. Ernsthaft? Ja, 2010 gab es uns noch nicht, 2011 haben wir angefangen. Ja. Das stimmt, das ist ja merkwürdig. Ja. So was gibt's. Es gibt irgendwas, was älter ist als wir. Das kann doch gar nicht. Schrecklich. Nee, das ist, gehört eigentlich verboten. Ja, also interessant, an den erinnere ich mich tatsächlich noch. Also es gibt jetzt nicht allzu viele Radiotatorte, wo man, die man noch so richtig in Erinnerung hat. Den kann ich mich noch erinnern, tatsächlich. Ja, ja, der war ganz okay. Tatsächlich, also viel mehr jetzt auch nicht. Komisch war er hier, fing bei einer da, als im Auto doch gekidnappt wird und ganz wild und merkwürdig. Ja, so ganz merkwürdig. Das passt überhaupt nicht zur Szenerie, zu dieser beschaulichen Stuttgarter Szenerie. Ja. Aber vielleicht dadurch hat sich das irgendwie so festgefressen. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, dann nochmal Handel. Bei Audible gibt's was Neues und aufgemerkt. Oh, ja. Was ganz Besonderes. Die Staffel 3 von Ghostbox wird erscheinen am 11. März. Ivar Leon Mingers neues Hörspiel. Abschluss wahrscheinlich der Ghostbox-Trilogie. Also wenn es eine Trilogie ist, aber ich gehe mal von aus, weil alles andere war auch immer drei Teile. Und ja, da darf man doch sehr gespannt sein. Dann glitzert's und funkelt's. Sternenfohlen, auch am Donnerstag, gibt's im Handel. Und zwar die Folge 23, Zauberhaftes Winterfest. Und die Folge 24, Mondschein sauber bei USM. Ja, schön. Springen wir nochmal zurück ins Radio, lieber. Bei 1 Live gibt es am 11. März um 23 Uhr Die Bestie von Fukushima, ein Hörspiel von Jörg Buttgereit, das wir euch auch noch nicht vorgestellt haben, seltsamerweise. Obwohl Ernsthaft? Es WDR 2004 ist. Nee, haben wir noch nie. Also haben wir es wahrscheinlich irgendwann mal erwähnt, aber ich glaube, wir haben es tatsächlich nie besprochen. Waren wir da noch nicht so Buttgereit-affin vielleicht? Vielleicht schon auch. Vielleicht kam das irgendwie so ungünstig für den Orcast. Manchmal ist es ja wie verhext. Das stimmt. Kann auch sein, dass es so kurzfristig kam, weil es war ja ein aktuelles Thema. Vielleicht hat man das so ganz schnell ins Programm genommen und wir waren damit wieder überfordert, ihr alten Säcke. Wir können ja nicht so gut reagieren. Nö. Ja, fand ich halt toll, weil das war, glaube ich, so der erste Buttgereit, wo diese zwei Ebenen mir so aufgefallen sind. Also was Buttgereits Hörspiele halt können, also dieses comichaft überzogene, gerade da halt wieder sein Lieblingsthema Monster und gleichzeitig halt diese zweite gesellschaftskritische Ebene, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also so eine tiefer gehende Ebene, und die halt sehr schön verwoben sind und beides halt bedienen, wodurch das halt ein interessantes, tiefgehendes Hörspiel ist, aber gleichzeitig halt auch in Tödelchen natürlich ein Spaß ist, dem zuzuhören, weil es halt so eine Monstergeschichte dann noch ist. Also funktioniert tatsächlich beides. Ja, fand ich auch tatsächlich sehr gut. Mhm. Ja, aber ist gut gereiht. Habe ich, glaube ich, noch nichts Schlechtes von gehört. Ja, das stimmt. Ich mich zumindest nicht erinnern. So. Ja, dann in den Handel. Contendo. Zwei Doppelfolge, drei Fragezeichen, ist auch schön. Einmal alte, einmal neue. Früher war es doch immer, die Senioren hat man dann immer die Fragezeichen genannt. Genau, jetzt gibt's die Senior-Senioren. Ja, ab ins Altenheim, drei Senioren, Folge 3, der Plan des Phantoms von Erik Albroth bei Contendo, genau. Und parallel dazu gibt es das Original, die drei Fragezeichen, die Folge 209, Kreaturen der Nacht. Schön. Da wird es mir Angst und Bange richten. Ja, aber da bei der nächsten erst recht. Und zwar gibt es auch eine neue Honey-Nanny-Folge, die Folge 69, Süße Versuchung für Honey und Nanny. Ja, wenn das mal nicht gruselig wird. Es geht um das Vögelchen anscheinend. Und dann Hedda Hex, die gibt es, die Folge 3. Ich habe gerade tatsächlich Pippi-Wettbewerb gelesen. Ja, es liest sich auch schlecht, das stimmt. Der Pippi-Wettbewerb. Ja. Ich bin ja mal auf das nächste Wort gespannt. Ich fürchte, das liest sich auch schlecht. Was zum Hack ist denn das lustige Bootsrodeln? Bootsrodeln? Was ist denn Bootsrodeln? Rodeln? Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Vermutlich. Also Hedda Hex Folge 3 ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja, dann doch lieber ein Griff ins Archiv. Peggy 1974, da erschien Niki der weiße Hase. Und das kommt jetzt nochmal bei All Ears.
Ja. Ich weiß nicht. Ja, dann eine, was, mal wieder was anderes. Eine neue Serie von Hermann Media. Aber was wirklich, also was sich sehr interessant erstmal liest und spannend liest, und zwar Tatort Drittes Reich. Es hat natürlich ein bisschen Anklang an den Angstmann, wenn man das jetzt so hört. Folge 1 heißt Der Frauenmörder von Rummelsburg und es geht halt, ja, ins Dritte Reich und um die Verfolgung von Kriminellen damals. Und das ist schon, also das ist eine, fand ich beim Angstmann ja schon irrsinnig spannend und ich bin gespannt, was man da draus macht aus der Idee. Ja, bin ich gleich mit gespannt drauf. Ja, dann wieder etwas Leichteres. Ebenfalls am 12. März wird eine neue Teufelskicker erscheinen, die 88 Ei Eigentor. Oh Gott. Ist das die Osterfolge oder was? Wahrscheinlich. Nee. Also, nee. Ich bin so froh, bei meinen Sachen bin ich echt so froh, dass ich das nicht mehr höre. Ja, so, jetzt aber anknallen. Es ist soweit, am Freitag, den 12. März, gibt's was zum Download beim SWR und zwar ein Podcast, ein Podcast-Format. Ist ja nicht wirklich ein Podcast, aber im Podcast-Format. Und zwar das Dyatlov-Massaker. Und darüber haben wir ja mit dem Autor Robert Weber gesprochen. Eine SWR-Produktion, am Regiepult Marc Ginzler. Ohren angeschnallt. Tja, worum es geht, hat uns Robert ja schon so ein bisschen verraten. Es geht um eine Begebenheit, die sich 1959 im nördlichen Uralgebirge, eine Begebenheit, die sich begeben hat. Ja, danke. Und zwar sind einige Bergsteiger dort nicht verschollen, sondern sie sind ja dann gefunden worden, ums Leben gekommen, sagen wir es mal ganz blank. Aber das halt unter merkwürdigen Umständen, weil es sich da um Bergsteiger handelte, die eigentlich geübte Bergsteiger waren. Eigentlich ganz komisch, weil sie sind zum Beispiel mit wenig bekleidet nach draußen gegangen, in Eiseskälte, angeblich, also so die offizielle Verlautbarung, dann von der Lawine überrascht, aber es ist halt alles komisch, denn die Leichen sind ziemlich schlimm zugerichtet und es tummeln sich natürlich dementsprechend zig Verschwörungstheorien darum, denn es spielt auch noch radioaktive Strahlung noch mit rein, also wirklich an allen Ecken und Enden einiges, was sich Robert Weber, glaube ich, wo sich Robert Weber die Hände gerieben hat und sich gefreut hat. Denn das ist wie gemacht für ein Thema, dessen er sich ja so gerne annimmt. Und was hat er daraus gemacht? Das ist, wie soll man das beschreiben? Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also es geht natürlich zentral schon um diese Begebenheit, aber das Ganze wird divers aufgerollt, sage ich jetzt mal. Und man muss tatsächlich immer schon am Ball bleiben, um da den Überblick nicht zu verlieren. Allerdings ist an vielen Stellen, so habe ich das zumindest wahrgenommen, auch diese Verschränkung, die diese Geschichte nimmt, da geht es nämlich parallel auch, vielleicht ein kleiner Spoiler vorweg, das Ding hat viele verschiedene Ebenen, um einen Film, der dort drüber gedreht werden sollte. Und da fließen dann quasi so die Dreharbeiten ein, die Kinotrailer fließen da drin ein. Dann geht's um einen Reporter, der diesen Fall aufrollt in den 80ern, war es, glaube ich, dann, ne? Genau. Weißt du, genau, 30 Jahre in den 80ern. Und selbiger Reporter wird aber auf noch einer anderen Ebene im Gefängnis besucht, in der geschlossenen, weil er ein ziemlich schlimmes, man weiß es noch nicht so genau, also irgendwas mit einem Verbrechen zu tun hat. Und da blättert sich halt so nach und nach auf, dass das ziemlich schlimm ist anscheinend. Also irgendwas scheint mit diesem Reporter damals in den 80ern passiert zu sein, als er diese Begebenheit untersucht hat und dort halt anscheinend diverse komische Sachen entdeckt hat. Das Ding ist gespickt mit diesen Verzahnungen dieser verschiedenen Ebenen. Das Ganze überlagert von so einem psychedelischen Unterton, sage ich jetzt mal, der eher ein Überton ist. Also was ich fantastisch fand zum Beispiel ist, wie diese verwaberte Version von The End immer reingewoben ist. Das ist der Knaller. Dann um Himmels Willen zart beseitete, Vorsicht, Vorsicht, das Ding ist gespickt mit ziemlich üblem Zeug, was da passiert, ist klanglich teilweise wirklich überfährt einen das. Ich fand es einen hammermäßigen Trip. Es ist wirklich ein Trip, den man da mitmacht. Was man nicht erwarten darf, ist wirklich ein konsequent erzähltes Hörspiel. Man muss sich wirklich darauf einlassen, dass das wirklich ein Trip ist. Ja, das ist das, was mir dann immer einfällt bei dem Ding, den ich aber sehr genossen habe, muss ich sagen, und der mich ziemlich geplättet hat auch. Also das ist wirklich ein Ding, das haut einen so ein bisschen aus den Schuhen. Ja, richtig. Ja, also es ist, also an die Freunde der Sonne, die
sowas beim Heckenschneiden hören wollen, das könnt ihr echt knicken. Also da müsst ihr euch schon diese tägliche Viertelstunde, wenn ihr es denn als ja nicht am Stück wegbingen wollt, und bei der Radiosendung dann immer dabei sein wollt, diese tägliche Viertelstunde mal richtig drauf einlassen. Aber ich denke, das ist machbar. Und das solltet ihr euch auch gönnen, weil das Ding hat es wirklich verdient. Es ist wirklich schön gemacht und interessant gemacht und hat total viele Verzahnungen. Es gibt auch immer wieder so Bereiche, die dann wiederkehren und quasi nochmal gerollt werden. Das fand ich wirklich sehr, sehr beachtlich und sehr, sehr toll gemacht. Ich würde das euch dringend ans Herz legen wollen. Wirklich ein ganz tolles Stück geworden. Und wie gesagt, 9-mal eine Viertelstunde, das sollte machbar sein. Ja. Ein schönes Format. Sehr abgefallen. Sehr, ja, wirklich. Ja, ja, da muss ich auch durchatmen am Ende. Ja, unbedingt. Das ja. Ist halt. Ja, dann ja. Zum Samstag, 15.05 Uhr im BR2 gibt es ein Hörspiel von Herbert W. Franke zu hören. Eine BR-Produktion aus 1981. Keine Spur von Leben. Ja, ein das ist Klassiker. Ist Science Fiction, genau. Deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil es gibt ja so wenig Science Fiction im Radio. Ich kenne es zwar noch nicht, aber wenn es dann schon mal was gibt, dann sollte man es auch erwähnt haben. Mit ja, Heiner dann Mond. Ja, stimmt. Jetzt wurde es was. Der musste ja auch, naja, so relativ, aber relativ jung gewesen sein. Mhm. 81. Okay, wann war, wie hieß er? Männer war, naja, war auch Anfang der 80er, oder? Oh, keine Ahnung. Ich hätte jetzt auf ja. 86 getippt. Keine Ahnung, weiß nicht. Nee, 86 war schon was anderes. Was war denn 86? Die Einsteiger. War da nicht das mit der Challenger? Das war 86. Oh ja, stimmt. Ja, aber kann sein. Zwei Nasen tanken, super. Das kann 86 gewesen sein. Ja. Ah. Ja. Ja, bitte, wenn man einen Film in den 80er gesehen haben muss, dann da wohl den. Mhm. Ja. Ja, wechseln wir das Thema. Am Montag, den 15. März, wird es was Neues im Handel geben. Und zwar ein Stück Download Only bei der Wolfi Office. Das Stück heißt 113. Und stammt von Thomas Blum. Ja, darin hat man sich ja eine sehr nette Idee gedacht. Und zwar gibt es ja so Messenger-Dienste auf Smartphones. Also du kannst jetzt mal weghören, das kann, du kennst das ja nicht. Und ich habe schon bei Smartphone ab. Ja, genau. Da gibt es die sehr leidige Audiofunktion. Aber die ist natürlich, bietet sich natürlich für ein Hörspiel regelrecht an. Und so geht es auch hier. Man hat eine Gruppe gegründet, Kim Jens Witzenleiter, der Macher von der oder der Macher hinter der Wolfi Office, möchte ein neues Hörspiel kreieren und hat dazu verschiedene Sprecher eingeladen, die sich in einer Chatgruppe Voicemails hin und her schicken. Und das ist quasi schon das ganze Hörspiel. Es gibt 113, deswegen heißt das Stück so. 113 Voicemails und die ja, kann man hier hören. Fand ich tatsächlich eine sehr clevere Idee. Es ist jetzt nicht der Hammer-Plot. Es hat eine sehr nette Story, die so ein bisschen darüber hinausgeht, was so das Normale betrifft, sodass es auch so ein bisschen Spannung reinkommt. Aber der Gag ist eigentlich, dass man halt diese ganzen Sprecher quasi als normalen Menschen hier erlebt, also in ihrer eigenen Rolle und das wirklich sehr, sehr schön und zum Teil sehr glaubhaft. Manchmal holpert es ein bisschen, wo die Story dann ja so ein bisschen zurechtgedengelt werden muss. Aber doch, das hat mich tatsächlich sehr, sehr gut unterhalten. Fand ich von der Idee her sehr originell. Ähnlich von der Idee her wie Cayman Crab, was ja auch im letzten Jahr lief und auch eine ähnliche Idee dahinter war. So gut ist es leider nicht, aber dennoch sehr unterhaltsame Hörspielstunde und hat ein paar schöne Kniffe drin. Na, das klingt doch gut. Das werde ich mir auch gönnen. Ja. Ja, weiter im Handel und zwar Montag kommt das große Ding raus. Am 15. März gibt es beim Hörverlag Der zweite Schlaf von Robert Harris, das uns ja im letzten Jahr doch schwer begeistert hat. Ja. Die HR-Produktion Koppelmann plus Sommer. Ja, genau. Das ja, solltet ihr euch dringend gönnen. Ihr habt sie ja auch bei der Orcast-Wahl unter die Top 10 gewählt. Insofern dann hört es auch gefälligst. Dann, 15. März, gibt es noch was Neues im Handel und zwar ebenfalls beim Hörverlag. Da wird es den Mansfield Park von Jane Austen geben, die HR-Produktion aus 2020, die an Weihnachten auf verschiedenen Sendern zu hören war. Ja, dann am Mittwoch, 17. März, gibt es was zum Download, denke ich mal, oder? Ja, genau. Und zwar Esinem 00 Esi von Sammy Bury. Was? Oh, ja. Eine DRS-Produktion aus 2008. Ja, ich glaube, das ist nichts für uns. Ich glaube, weder inhaltlich noch sprachlich, wenn man damit. Der rappende Esel habe ich gerade gelesen, um Gottes Willen. Ein rappender Esel. Ach, Esinem. Oh Gott, Peter, das hat sehr lange gedauert bei mir gerade. Ja. Mein Gehirn hat schwer gelitten in den letzten Monaten, ja.
Eine neue Krimireihe wird es, also beziehungsweise keine neue Krimireihe, aber also man legt nochmal Krimis auf, und zwar Klassiker beim BR. Wird es ab dem 17. März einige Maigrets geben, und zwar die Hörspiele des BR aus dem Jahr 1961, die damals Heinz-Günther Stamm inszeniert hat und Gerd Westphal damals bearbeitet hat, nach den Romanen von Georges Simenon. Und da geht es los am 17. März mit Maigret und seine Skrupel. Und das Schöne ist, es wird auch zum Download angeboten. Jo, dann in den Handel. Und zwar am Donnerstag gibt es einiges, was da erscheinen wird. Und zwar, den Anfang macht Conny und der zauberhafte Schulzirkus bei Karussell. Ja, dann gibt es Die Jagd beginnt beim DAV. Das ist, glaube ich, aus dieser Greif-Saga, die da letztes Jahr erschienen ist schon mal. Aus was für einer Saga? Ja, das war, ich weiß nicht, spiel mal die Jeopardy-Musik ein. Ich erzähle noch, dass die kleine Hummelbommel auch noch Ostern feiert bei Silberfisch Hörbuch Hamburg von Britta Savak und Maite Kelly. Und, es geht noch weiter. Kleine Hummelbommel und die Liebe gibt's noch. Und die kleine Hummelbommel, das ist auch ein Zungenbrecher. Und die Zeit gibt's auch noch. Das alles bei Silberfisch Hörbuch Hamburg. Die Chroniken von Missile End heißt es. Aha. Ja, und da gibt es den, also quasi der zweite Teil, und der heißt Die Jagd beginnt. So ist richtig. So hätte der alte Mann das auch einfach in die Liste schreiben können. Das wäre dann einfacher für uns alle gewesen. Aber na gut. Gräme dich nicht. Ja. So, da geht es dann beim nächsten los. Und da ist nämlich das gleiche Problem. Aber da weiß ich es. Das ist eine neue Holmes und Watson, Neues aus der Baker Street Folge, Die Wahrheit der Gloria Scott. Auch die wird am 18. März erscheinen. Sehr schön. Ja, ja, dann, wieso, weshalb, warum? Gleich drei Folgen gibt's, auch am Donnerstag. Helfen, teilen, sich vertragen, turnen, tanzen, Musik machen und aus der Reihe Profi wissen Tiere. Ja. Ja, alles bei Jumbo. Alles bei Jumbo. Jumbo. Ja, dann was für dich. Am 18. März, SWR 2, 22.03 Uhr gibt es eine Ursendung des Hörspiels Scheinwut von Betty E. Alfred. Und das ist der Abschluss der Trilogie. Zauderwut gehörte dazu. Der erste Teil weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. Mhm. Auch irgendwas mit Wut. Der dritte Teil erscheint jetzt beim SWR. Also alle drei Teile bei unterschiedlichen Sendern produziert. Ja, ab 18. März gibt es das Ganze dann zu hören. Ganz toll. Ja, ja, dann freut mich am Donnerstag. Ja, super. Hörst meine Begeisterung. Am Donnerstag, 18. März, immer noch, 23 Uhr, gibt es auf 1 Live dann noch ein Hörspiel aus 2008 zu hören, und zwar Poke mal wieder von Efrim Sen und Dennis Moschito. Ja, und dann springen wir in den Handel. Es gibt eine neue Baby und Tina am 19. März. 101 Ärger mit dem Grafen bei Kiddings. Und die drei Ausrufezeichen. Folge 72, der Kuss der Meerjungfrau. Und die drei Fragezeichen. Kids 81, Turborennen, auch das bei Europa. Dann wieder was von All Ears, ausgebuddelt aus 1984. Maritimes Fix und Foxy. Jetzt wäre es mir fast passiert. Ja. Folge 8, Abenteuer auf einer geheimnisvollen Insel. Und eine neue 5 Freunde wird erscheinen, die 141, 5 Freunde und das rätselhafte Spukhaus. Das ist erst im Februar erschienen, da kommen die monatlich. Ja, anscheinend holt man da jetzt ein bisschen auf. Dann der Knickgeflüster, also Küstenkrimi Nummer 5, Teil 2 von Knickgeflüster, gibt es auch zu hören ab Freitag, den 19. März von Marc Freund bei Contendo. Ja, und eine neue Midnight Tales wird es auch da geben an diesem Freitag. 38 The Big Dark von Juli Hoversen. Und alle, die nicht genug bekommen von Niki dem weißen Hasen, die abenteuerliche Wanderung von Peggy aus 1976 hat All Ears wieder ausgebuddelt. Dann zurück ins Radio, 22.03 Uhr bei SWR 2 am 19. März läuft die Ursendung des ersten Teils von Komet Hau, ein Hörspiel von Jan Decker, ein Kriminalhörspiel. Der zweite Teil gibt es dann eine Woche später, am 26. März um 22.05 Uhr. Ja, dann ein Klassiker gibt es mal wieder zu hören, und zwar, schon lange nicht mehr gehört, am Samstag, ja, den 20. März, 15.05 Uhr im BR2 einschalten. Da gibt es nämlich den Kauf nochmal zu hören von Paul Plamper, das wundervolle Stück von WDR, BR, Deutschlandfunk und dem Schauspiel Köln aus 2013. Ja, dann eine Ursendung am 21. März, 18.30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Gibt es Euridipis, die Orestie, Teil 1 von 2 nach Raoul Schrott, der das Ganze geschrieben hat. Bearbeitet hat es Michael Farin, der auch die Regie geführt hat. Und Teil 2 gibt es dann eine Woche später am 28. März
um 18.30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Dann im NDR Kultur am Sonntag, am 21. März, gibt es um 19 Uhr den ersten Teil Die vier letzten Dinge zu hören. Nach Andrew Taylor, eine NDR-Produktion aus 2001. Sau spannendes Ding, solltet ihr euch dringend gönnen. Das gibt es dann, also ist auch ein Zweiteiler, also 21. März und 28. März. Terminiert euch das, das ist wirklich, wenn ihr das Stück noch nicht kennt, wirklich ein Kracher. Tolles Ding. Sophie Reuss spielt auch mit. Mhm. Alwax, Heidewitzka, Mannteufel. Gedeck. Mhm. Jo. Zapatka. Mhm. Schon schön. Ist ja, dann 21. März, 19.04 Uhr bei WDR 3. Ebenfalls eine Ursendung, Southern Discomfort von Paul Brody. Ja, WDR-Neuproduktion. Bin gespannt. Klingt spannend. Dann eine Ursendung gibt es auch im HR2 am Sonntag um 22 Uhr. Und zwar den ersten Teil von Blackbird nach Matthias Brandt. Eine HR-Produktion. Ja. Am Regiepult Leonhard Koppelmann. Heidewitzka, das wird immer besser. Ja, und Matthias das Brandt spielt auch selbst mit. Mhm. Okay. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Ja, dann ab in den Handel. Am Montag, den 22. März, gibt es alles über Ritter und Burgen bei CBJ Audio. Und ach, noch alles eine Folge. Alles über Sternen. Genau, auch bei CBJ Audio. Ja, dann am Montag startet dann auch das Dyatlov-Massaker im Radio. Und zwar 19.45 Uhr gibt es das Ganze auf SWR 2. Gut, dass es abendlich kommt. Ich spiele gerade bei einigen Szenen. Aber, ja, kann man so für die, ja, können, wenn man die Kinder ins Bett bringt, kann man das dann auch gemeinsam hören, bis so bis 8, bis sie dann schlafen müssen. Ja. Ja, kannst du doch dann machen, oder? Ring, ding, 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 ding. Ja, genau. Ja, Mittwoch, 24. März, BR2, gibt es einen weiteren Maigret und die Groschenschenke. Wie gesagt, BR-Produktion aus 1961. Ja, dann gibt es tatsächlich auch wieder in den Handel zu Audible den dritten Teil von Auris von Sebastian Fitzek ab Donnerstag, 25. März zu hören. Mensch, da ist, haben wir aber einiges vor uns. Mensch, Heidewitzka. Wann soll man denn das hören? Ich weiß es nicht. Es ist auch, glaube ich, noch nicht all. Ich glaube, es kommt noch was. Ja, 25. März, 22.03 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur gibt es eine neue Kurzstrecke, die 108, mit den Hörspielen Reproduction von Stefanie Heim und Vivian Schütz, Prolepsis 440 von Arsenic Jovanovic und das Lied der Salatschleuder, wo ich jetzt keinen Autoren mehr habe. Den hat es mir abgeschnitten. Ich kann aber schnell gucken. Salatschleuder finde ich ja schnell wahrscheinlich. Ich erzähle zwischendurch, dass am Donnerstagabend 23 Uhr auf 1 Live eines meiner Lieblingshörspiele aus 2020 läuft. Die Abkürzung von Magdalena Wojcuk, das fand ich großartig. Ja, ein saustarkes Stück. Haben wir euch, hatte nur ich gehört damals, ne? Du hattest es vorgestellt, genau, bepriesen und ich habe es kurz danach gehört und das ist richtig gut, das Ding. Ja, sehr also clever. Hören. Ich möchte noch nachreichen, dass das Lied der Salatschleuder von Johanna Fricke ist. Macht dann mit dieser Info, was ihr wollt. Ja, Donnerstag, 25. März, 23.03 Uhr bei SWR 2 gibt es die Ursendung von Testo Junkie, ein Hörspiel von Paul B. Preciado, würde ich mal sagen, oder? Heißt das Ganze? Ja. Ja, wie gesagt, eine Ursendung und am 25. März erstmals zu hören. Dann wieder in den Handel. Am Freitag, 26. März, gibt es einiges. Wir starten mit All Ears, die wieder was ausgebuddelt haben. Von Telefunken lässt die Pferde los, 1975, Black Beauty, die Jagd. Ja, dann wird es einen Eifel-Krimi bei der Winterzeit geben. Der Titel lautet Eifelschnee. Dann eine neue Faith, Van Helsing Chronicles, die 58, Knochen. Und eine neue Geisterschocker, die Folge 92, Der Dämon der Meere bei der Romantruhe. Und dann ein neues Gruselkabinett, die 169, ein Heim für Oscar. Und das wird doch eine GGG-Folge sein, oder? Ich habe auch gerade gedacht. Es geht wieder um die Hargraves. Ja, dann wird es auch eine John Sinclair Classics geben. Die Folge 42 wird erscheinen, Das Hochhaus der Dämonen. Und man kann uns immer noch überraschen bei Larry Brent. Die Folge 39 heißt Der Horror-Butler. Ja, schick. Warum muss ich heute noch an Wacker denken? Ja, das wird wahrscheinlich auch so sein. Ja, dann ein Macabros-Klassik, die Folge 17 mit einem ähnlich schönen Titel Twilap statt der Monster. Heißt doch Twilap wahrscheinlich, oder? Ich hab Spülung. Du könntest ja einfach pupsen und das wird wahrscheinlich auch stimmen. Ja, dann gibt es tatsächlich wieder mal eine neue Serie von Hermann Media. Und zwar heißt die Serie Miss Jessica Shameless und die erste Folge heißt 16.50 Uhr nach Paddletown. Das ist nicht sonderlich originell, finde ich.
aber... Meinst du, das ist irgendeine Anleihe an irgendwas anderes? Nee. Das ist bestimmt was ganz, ganz Eigenständiges, was man noch nie gehört hat. Ich denke auch. Ja, ich denke auch, ja. Ja, dann Oscar Wilde und Mycroft Holmes erleben wieder ein Abenteuer, und zwar ihr 32. im Reich der Feinde bei Maritim. Und bei der Panini Sports Academy geht's weiter mit Folge 8, die große Chance. Ja, einen neuen Fall für Professor Van Dusen wird es auch geben, die 25, Professor Van Dusen und der lange Weg nach Oz. Interessant. Sherlock Holmes und Co. geht's auch weiter mit der 60 im Sumpf des Verbrechens, und es ist ein Pater Brown. Juhu. Ja, und dann geht es los mit Sinclair Underworld. Die neue Reihe wird bei Lübbe Audio erscheinen, und es geht los mit Folge 1, Kybos heißt das Ganze. Und John Sinclair lebt. Ja, dann eine neue Tony Ballard wird es auch geben, die 41. Ist klar. Die muss man auch genommen haben, damit sie auch einen Titel kommt. Genau daran muss ich auch denken. Sklaven der Satansdroge bei Dreamland. Mhm. Oh, das ist immer wieder schön. Es ist immer wieder schön. Dafür gibt es aber auch eine neue Was ist was-Folge. Nee, das stimmt. Dafür gibt es aber eine neue Was ist was-Folge. Das klingt dann wahrscheinlich wesentlich erwachsener. Die Folge 33, die spannende Welt der Insekten bei Tesloff. So, jetzt aber Deckel drauf. Am Freitag ab ins Radio, 20 Uhr, gibt es im SRF 1 das Hörspiel 3 Monate danach von Alain Frank. Und zwar ist das eine Koproduktion von SR und DRS aus 1973. Ja, hatten wir euch auch schon mal ans Herz gelegt, und zwar dringend ans Herz gelegt. Ja, macht, hört, wie immer. Ja, eine Ursendung gibt es auch am 26. März bei BR2, Amorbach, California. Wahrscheinlich heißt es dann Amorbeck. Von Thomas Meinecke und Move D. Dann ein Umklapp. Ach, guck an. Yeah! Von Freitag auf Samstag. Und was für einer. Im Deutschlandfunk. Festhalten und anschnallen. Gibt es tatsächlich zu hören Jack the Ripper, die Geschichte eines Mörders von Frank Gustavus. Das Hörspiel, das damals bei Ripper Records, die Senioren werden sich erinnern, 2001 erschien und für Großfurore gesorgt hat, weiß ich noch damals. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe und wurde irgendwie zum Hörspiel des Jahrzehnts gewählt irgendwann mal. Ist ein ganz tolles Ding. Dietmar Müs, großartig. Und ja, das, also wer das nicht gehört hat, der sollte sich erstmal schämen und dann eben nochmal schämen. Das Radio einschalten, ne? Und dann die CD kaufen. Was gibt es überhaupt noch? Wahrscheinlich, ich glaube nicht. Stimmt nicht. Die CD ist aber, glaube ich, nochmal, ist sie nicht nochmal bei der Lauscher Lounge oder bei Lübbe erschienen? Irgendwo gab es da, glaube ich, nochmal. Irgendwas war da noch, ja. Dann am 27. März, 19.04 Uhr, WDR 5, gibt es eine neue Folge der Familie von Stiebitz. Ein neues Gaunerstückchen, die Ganoven-Omi heißt es diesmal. Und ja, mal gespannt, wie viel da noch kommen. Also im Februar gab es ja schon eine Folge und jetzt die nächste Ende März. Vielleicht gibt es im April noch eine. Mal gucken. Dann zum Samstag 23 Uhr auf HR2. Da gibt es nämlich eine Ursendung, die dunkle Seite des Mundes, nicht des Mondes. Von Albrecht Kunze, eine HR-Produktion. Ja, und bei Deutschlandfunk Kultur am 29. März, 22.03 Uhr, gibt es einen neuen Krimi. Erstmals zu hören wird Kallmann sein, ein Hörspiel nach Joachim B. Schmidt. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist doch Island. Rauffahr Höppen heißt es ja. Ich habe gerade gedacht, das ist doch Island. Ja, dann wieder ein Maigret am Mittwoch im BR2, 31. März, 20.05 Uhr gibt es Maigret und die Unbekannte, die BR-Produktion aus 1961. Genau, und damit Deckel drauf auf den März. Genau. Das war's soweit, war auch viel. Erstmal. Aber März ist ja immer dick. Da scheint immer so schöne Sachen dabei. Ja, und Toni Ballard. Dann machen wir auch den Deckel drauf Ja. und hören uns dann später wieder zum Rückhör. Genau. Bis dahin. Ciao.